Die RSV4 Factory ist die Straßenversion meines Superbikes. Sie fühlt sich aber an wie ein GP-Bike, eben wie ein echtes Renngerät. Ziel war von Anfang an, etwas zu schaffen, das sich von der Konkurrenz unterscheidet. Dort wird in der Regel zuerst ein Straßenmotorrad entwickelt, aus dem dann das Rennmodell entsteht. Bei Aprilia ging man bewusst den anderen Weg. Das Ergebnis überzeugt selbst einen ehemaligen MotoGP-Fahrer, den DSF-Bike-Experten Alex Hoffmann. Das Allerwichtigste ist, dass Aprilia keine Kompromisse eingegangen ist. Sie haben das Bike in erster Linie für die Rennstrecke gebaut, zum Siegen. Danach haben sie dann wirklich ein fahrbares Bike auch für die Straße gemacht. Das heißt, der Endverbraucher hat endlos viele Möglichkeiten, sich das Bike auf seine Bedürfnisse einzustellen. An diesem Wochenende stehen die Bedürfnisse der Journalisten im Vordergrund. Medienvertreter aus aller Welt versammeln sich auf dem Misano World Circuit an der Adria zur ersten Probefahrt der RSV4 Factory. Was das Superbike so besonders macht, erklären die Väter des Aprilia-Neulings. Wir sind überzeugt, mit diesem Motor etwas komplett Neues geschaffen zu haben. Unserer Meinung nach ist das ein guter Weg, um die hohe Leistung eines Motorrads mit einfachem Handling zu verbinden. Wir beginnen mit einem einzigartigen Gesicht. Dann gehen wir zur Mitte des Motorrads, wo auch sein Herz untergebracht ist, der Motor. Von dort kommen wir zum Heck, das die Linie weiterführt. Normalerweise haben Superbikes ein breites Heck. Unser Ziel war, das Plastik auf ein Minimum zu reduzieren. Dies ist das Ergebnis. Man muss das Gewicht jedes einzelnen Teils am Motorrad berücksichtigen. Je weniger Gewicht, desto schneller ist man auf der Strecke. Für die Geschwindigkeit ist natürlich vor allem der kompakte 65 Grad Vierzylinder V-Motor zuständig. Der muss durch Leistung glänzen, sich aber gleichzeitig zugunsten von Gewichtsverteilung und Wendigkeit gut in den Rahmen integrieren lassen. Dank Ride-by-Wire-Technologie stehen bei der Leistungsabgabe drei Varianten zur Auswahl. Es gibt eine Roadmap, das sind ungefähr 75% von der Leistung, die man abrufen kann für den Straßenbetrieb, für wenn es jetzt auch regnet, sehr zu empfehlen. Dann gibt es eine Sportmap. Die ist dann von der, ich sag jetzt mal, vollen Power einfach nur ein paar Prozent entfernt. Und dann gibt es noch die Track Map, die ist dann volles Blasen, volles Rohr, da gibt der Motor dann alles her, was er hat. Ich glaube, eine Besonderheit ist auf einer Straßenmaschine, soweit ich weiß, dass man hier den Lenkwinkel verändern kann und vor allem den Pivot der Schwinge, den sieht man hier. Da gibt es Möglichkeiten, die man eigentlich nur auf der Rennstrecke hat und eigentlich nur Rennfahrer kennen, und das macht es natürlich schon ein ganz besonderes Leckerchen. Das laut Aprilia weltweit erste pistenfertige Superbike mit V4-Motor steht ab Ende April im Handel. Sozius, Sitz und Rasten werden übrigens separat mitgeliefert. Die Straßenversion, die hat alle Möglichkeiten, die ich auf der Rennstrecke habe. Und ich glaube, das gibt es bis dato so auf dem Markt nicht. Man kann wirklich hoch und runter spielen in alle Richtungen. Spaßfaktor ist absolut unlimitiert und oben, nicht oben ohne. Ohne Ende wollte ich sagen.